darf mich selber vorstellen. Mein Name ist Martin Häusling. Ich bin Abgeordneter des Europäischen Parlaments, da agrarpolitischer Sprecher, aber auch im Umweltausschuss und deshalb auch mit dem Thema Wasser befasst. Ich freue mich, dass Frau Dr. Beste durch die Veranstaltung leitet und jetzt auch die einzelnen Referenten vorstellt. Ich möchte nicht noch mehr Zeit für eine Einführung verwenden. Wir haben die Referenten, die ihre Referate halten werden und danach noch hoffentlich genügend Zeit für eine Diskussion. Sie können Ihre Fragen stellen im Chat oder auch bei Fragen und Antworten. Und ich darf jetzt übergeben zu Frau Dr. Beste. Ja, danke Martin Häusling. Ich begrüße auch alle gemeinsam zusammen, alle Referenten, die heute da sind und alle Zuschauer, die, wie ich sehe, ja noch stark anwachsen zu der Vorstellung der neuen Publikation Ohne Wasser kein Leben, schlechte und gute Nachrichten über unser wichtigstes Lebensmittel. Ich werde auch noch ein paar technische Ansagen machen vorher. Sie haben während des Webinars die Möglichkeit, Fragen zu stellen, die wir im Laufe der Diskussion behandeln werden. Dafür verwenden Sie bitte das F&A-Tool, das Sie in der Mitte unten in Ihrem Zoom-Rahmen sehen. Fragen und Hinweise technischer Natur können über den Chat gestellt werden, sei es zur Einstellung oder ob aufgezeichnet wird. Wir werden versuchen, so viele Fragen wie möglich aufzunehmen und in die Diskussion einzuspeisen. Das Webinar wird aufgezeichnet und zu einem späteren Zeitpunkt online veröffentlicht. Sie bekommen dann Nachricht darüber. Die Studie Ohne Wasser kein Leben ist jetzt auf der Webseite von Martin Häusling abrufbar. Den Link dazu finden Sie im Chat. Die Referenten geben für den Vortrag bitte ihren Bildschirm selber frei und alle anderen stehen Hörgenuss entscheidend. Bitte halten Sie auch alle Ihre Redezeit von 10 Minuten ein. Zwei Sätze noch zu mir. Ich bin Agrarwissenschaftlerin, Geografin und Bodenexpertin und mache seit 25 Jahren international und einzelbetrieblich Beratung zum landwirtschaftlichen Bodenschutz und seit 12 Jahren politische Beratung auf Bundes-, Landes- und europäischer Ebene zur Agrar- und Ernährungspolitik. Und da ich jetzt vor 2 Wochen einen Vortrag Bodenschutz und Wasserschutz auf der Biofach gehalten. Das Thema jetzt hier in der Reihe der grünen Edition von Martin Häusling mit vorstellen zu können. Den Anfang macht Sebastian Schönhauser vom Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland. Er wird über Arzneimittelrückstände im Wasserkreislauf referieren. Er hat den Beitrag in der Studie zusammen mit Dr. Hans-Joachim Grommelt geschrieben, der Biologe mit Schwerpunkt Binnengewässerökologie ist und auch Sprecher des Facharbeitskreises Wasser des BUND. Sebastian Schönauer ist Pädagoge und Konrektor außer Dienst und seit 4 Jahrzehnten ehrenamtlich im Umwelt- und Naturschutz tätig. Er ist seit über 20 Jahren stellvertretender Landesvorsitzender des Bundes Naturschutz in Bayern und dessen wasserpolitischer Sprecher sowie seit der Gründung im Jahr 1986 Landesvorsitzender der Interessensgemeinschaft Kommunale Trinkwasserversorgung in Bayern. Er war auch als Bürgermeister in der Kommunalpolitik tätig und hat dieses Thema dadurch mit Sicherheit von sehr verschiedenen Ebenen gesehen. Ein Zitat von ihm darf ich bringen. Er hat gesagt, ein flächendeckender Gewässerschutz muss und kann nur mit einer dringend notwendigen Änderung der agrar- und wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen in Europa erreicht werden. Herr Schönauer, Sie haben das Wort. Sie müssen sich noch entstummen, Herr Schönauer. Ja, einen herzlichen Dank an Martin Häusling und sein Büro, an Sie, Frau Beste, für die Vorbereitungen und die Möglichkeit, dass wir dieses Büchlein, diese Broschüre mitgestalten haben können. Mikroschadstoffe, wo liegen die Probleme? Seit Mitte der 80er Jahre des vorigen Jahrhunderts berichten Forschende vermehrt über Arzneimittelfunde in Gewässern und als hormonaktive Substanzen in den 1990er Jahren verstärkt in den Blickpunkt gerieten, wandte sich die Diskussion auch hormonellen Medikamenten unter anderem zur Empfängnisverhütung und deren Auswirkungen auf Wasserorganismen zu. Dazu kam die Besorgnis über Funde
von gegen Antibiotika unempfindliche Bakterien, die mit dem Verbrauch von Antibiotika in der Human- und Tiermedizin in Verbindung gebracht wurden. Die meisten pharmazeutischen Substanzen fanden sich im, Moment, ich muss da noch was machen, Bildschirm freigeben, kann man? Ich habe das, in der Eile haben wir das vergessen. Teilen Sie Ihren Bildschirm noch? Ja, ne? Ja, in der Eile haben wir das vergessen, Entschuldigung. Ja, jetzt ja, haben wir. Richtig. Und hinzu, die meisten pharmazeutischen Substanzen fanden sich im Ablauf von Kläranlagen. Und deshalb gehen wir auch darauf heute direkt ein. In Oberflächengewässern wie im Grund- und Trinkwasserschutz wurden als Beispiel in Deutschland 159 Wirkstoffe oberhalb der Nachweisgrenzen gemessen. Folie 1. Und da haben wir ein sehr schönes Bild, wo wir sehen, eingeblendet, wir sind alle von synthetisch hergestellten Chemikalien umgeben. Und da ist zu bemerken, dass wir eben bei den Humanarzneimitteln ungefähr 1200 Humanarzneimittel Wirkstoffe haben, mit einer möglichen und sicheren Bedeutung für die Gewässer, bei einem Jahresverbrauch von 8100 Tonnen, davon allein 666 Tonnen Antibiotika. Und das wird sich auch angesichts der zunehmenden Durchschnittsalter der Bevölkerung eher nicht nach unten bewegen. Da die Medikamente zum großen Teil mit den menschlichen Ausscheidungen ins Abwasser gelangen und in den herkömmlichen Kläranlagen meist nur unvollständig entfernt werden, werden sie auch in geringen Konzentrationen stetig in die Gewässer eingetragen. Wobei das Umweltbundesamt davon ausgeht, dass bis zu knapp 50% der Patientinnen und Patienten ihre Medikamentenreste gelegentlich oder immer unsachgemäß über die Toilette oder Spüle besorgen. Und das sieht man dann sehr schön in dieser Grafik, die wir da haben, die wir auch deswegen gemacht haben, damit hier eine plakative Darstellung kommt, damit die Menschen nicht nur etwas hören, sondern auch hier ihnen die Augen geöffnet werden über das Ausmaß und Bedrohung, die von den Mikroschadstoffen, die ja verharmlosen auf Spurenstoffe bezeichnet werden, ausgehen. Und da gehen wir rüber zu den, zur zweiten Linie, Veterinärpharmaka. Man kann sie auch Tierarzneimittel nennen. Etwa 430 Wirkstoffe in Deutschland, 2295 Präparate gibt es da, 270 als möglicherweise und zum Teil nachgewiesen für die Gewässer von Bedeutung eingestuft. Die wichtigste Wirkstoffgruppe in der Tiermedizin sind Antibiotika. Da sieht man ja auch die Spitze da oben schon als Hinweis, was da gemeint ist, nämlich Tierärzte haben 2018 722 Tonnen abgegeben, die dann auch verbraucht wurden. Und darüber hinaus gibt es auch Mittel gegen Parasiten, Behandlung von Entzündungen und so weiter, sodass die Tiermedizin eine große Rolle in der Abgabe von Stoffen in die aquatische Umwelt ergibt. Und es sind insgesamt über 100 Millionen synthetische Stoffe jährlich dazugekommen und über 100.000 neu kommen da hinzu. Und wenn man das Ganze noch mal anschaut, ein bisschen genauer, was da unten sich im Untergrund abspielt, insbesondere in den Gewässern, nur ganz kurz die Nebenwirkungen hier dargestellt, die Folgen für die Gewässer, Wasserorganismen für die durch die kontinuierliche Belastung der Gewässer und Sedimente sind gravierend. Gibt es auch in der Broschüre noch Abbildung 4, wo die Vermännlichung weiblicher Fische und andere Dinge dargestellt sind. Die sind aber noch häufig unbekannt. Und da sind wir schon bei den Haupteintragungswegen noch einmal dargestellt für Tier- und Humanarzneimittel. Und hier hat uns Frau Dr. Beste geholfen mit diesen, schönen, mit diesen schönen Folien, die wir dann bekommen haben, um reinzugeben. Herzlichen Dank noch an dieser Stelle, wo die Haupteintragungswege dargestellt sind. Und da geht es ja oben los. Nehmen wir mal die Flasche in die Hand und trinken etwas. Und gleichzeitig haben wir Medikamente eingenommen. Dann sieht man das, aha, Ausscheidung. Das geht dann rein ins Abwasser. Das geht weiter in die Abwasserkanäle, in die Abwasseranlagen. Und dann sind wir in der Kläranlage. Und dann meint man, Kläranlage, das sei gut und da ist alles draußen. Nein, dem ist leider nicht so, denn in Bezug auf, das haben wir da hier üben, kann man das rüber tun, ja, in Bezug auf die nachgewiesenen, Moment,
in Bezug auf die nachgewiesenen, jetzt habe ich es gefunden, kann ich es besser vorlesen, in Bezug auf Antibiotika ist nachgewiesen, dass zum Beispiel bei Getreide eine Aufnahme über die Wurzel erfolgt. Demgemäß findet man im Boden, Abwasser und Oberflächengewässern, in Sedimenten, sogar im Grundwasser, ja manchmal in Spuren nach dem Trinkwasser, Reste dieser Arzneimittelwirkstoffe. Und das nächste Beispiel, das ich Ihnen zeige, zeigt so etwas exemplarisch. Das haben wir selbst untersucht in Nordrhein-Westfalen. Der in Nordrhein-Westfalen bekannte Wasserschützer Paul Gröfges hat hier mit seinem Landesarbeitskreis das gemacht und hat die Acker als Beispiel genommen, exemplarisches Beispiel, wo man sehen kann, was sich da alles drinnen befindet und was da alles gefunden wird und warum er das gemacht hat, weil jahrelang die Behörden nichts getan haben, auf der Ackerverband gesagt haben, ja, wir sind doch bestens aufgestellt. Und da haben wir eben vom Bund Geld in die Hand genommen, haben diese Stoffe analysieren lassen und dann auch aufgeschrieben. Interessant für Sie vielleicht als Zuschauerinnen, die sich nicht so auskennen, wir haben da rote und gelbe Markierungen gemacht. Die roten, das sind Medikamente im Zusammenhang mit Blutdruck, Herzproblemen. Und mit dem gelben, das sind die Antibiotikas. Und wenn man das so sieht, dann ist das nichts anderes, als dass die drei Stoffgruppen spiegeln dann auch exemplarisch die Wohlstandskrankheiten unserer Gesellschaft, Konsumgesellschaft wider. Essen, Trinken, wenig Bewegung und dadurch erfolgt dann Gelenkkrankheiten oder zumindest Schmerzen. Und dann nimmt man eben diese Dinge in hohem Maße und die finden sich dann da wieder. Und da sind wir schon beim Hauptthema. Es muss was getan werden. Es kann so nicht weitergehen. Und deswegen zeige ich ganz kurz nur, was wir bereits im Jahr 2017 als Bund Mikroschadstoffstrategie entworfen haben, mit Priorisierung, mit Vermeidung von Spurenstoffen, mit Minimierung und so weiter, Öffentlichkeitsarbeit. Und da sind wir von damals an schon an unsere Bundesregierungen gegangen, haben immer fast schon gebettelt, mach doch endlich etwas. Aber die stereotype Antwort war, so weit immer noch nicht, da kann noch nichts passieren. Und wenn man dann nochmal reinschaut, 2007, vorher waren wir schon dran, haben gesagt, Forderungen für die sofortige Minimierung. Also vor 13 Jahren haben wir das gemacht. Zulassungsverfahren müssen die möglichen Auswirkungen berücksichtigen. Negative Auswirkungen muss die Zulassung versagt werden. Altmedikamente nachträglich müssen die untersucht werden. Oder Einsatz von Arzneimitteln, Antibiotika, Schmerzmitteln müssen wesentlich zurückhaltender als bisher gehandhabt werden. Und all das haben wir ans UBA gegeben. All das haben wir wirklich auch diskutiert mit denen. Wir waren immer dabei als eine der Ersten. Aber es hat bis zum heutigen Tag praktisch nichts gegeben. Deshalb bin ich so froh, dass diese Studie, lieber Martin Häusling, erschienen ist. Und die kann man jetzt sehr gut gebrauchen, um auch rauszugehen. Insbesondere der vorbeugende Einsatz von Tierarzneimitteln muss gesetzlich verboten werden. Es ist eine Schande, dass wir hier die Qualzucht und vor allen Dingen die Mästung der Tiere damit unterstützen und begünstigen. Die Rücknahme von Arzneimitteln in Apotheken ist flächendeckend zu ermöglichen. Auch hier eine Schande, dass das aufgehoben wurde. Wir hatten das Konzept schon und muss vom Gesetzgeber wieder verpflichtend gemacht werden. Indirekt eine Leiterverordnung, siehe einmal gar, da hat es ja geklappt bei den Zahnärzten, muss auf alle Arzneimittel ausgeweitet werden und angewandt werden. Und schließlich Pharmaproduktion muss, wie auch die Gentechnikproduktion, in die Abwasserverordnung einbezogen werden. Findet man alles unter www.bund.net, Service und so weiter. Und ich zeige es Ihnen deswegen, damit Sie sehen, dass natürlich schon etwas getan wurde, aber immer nur im Auftrag, wie zum Beispiel 2010 Handlungsmöglichkeiten wurden untersucht von ISOE im Auftrag des UBA. Und ich sage wörtlich Handlungsmöglichkeiten. Und da hieß es dann, hohe Handlungspriorität kommt besonders solchen Maßnahmen zu, die und so weiter. Beispielsweise Information, das ist dann eine hauptsächliche, oder Weiterbildung von Ärzten und Apothekern. Oder andere Maßnahmen bedürfen einer umfassenden Abstimmung, sowohl im Blick auf Inhalt wie. Das heißt, wir tun nichts, damit wir ja nicht mit denen, die in der Pharmalobby, Entschuldigung, die in der Pharmalobby was zu sagen haben, mit denen zu sehr ins Gehege kommen. Das gleiche 2017 auch wieder Empfehlungen an die Politik zur Reduktion. Wunderbare Policy Paper wurden entworfen, aber Umsetzung wurde darin nicht angegangen oder es wurde fast auch nichts darüber
geschrieben, das Fraunhofer-Institut. Und da sind wir seit 4 Jahren, 2016 begann das, haben wir mit 5 Leuten aus unserem Bundesarbeitskreis Wasser des BUND mitgewirkt an allen Sitzungen, überall. Und einige von uns haben gesagt, sie hören auf, sie können es nicht mehr ertragen, weil jede Sitzung praktisch ausgeht, so dass die Pharma- und Chemielobby sagt, da können wir nichts machen und das UBA sich als ja zu schwach erklären muss. Ja, das sind so die Dinge und deswegen stellen wir gerne... Wir müssen langsam zum Ende kommen. Jawohl, bin bei der letzten Folie. Stellen wir das gerne zusammen, Politik und Gesellschaft. Wir brauchen auf EU-Ebene, lieber Martin Häusling, eine Stoffpolitik nachhaltiger Art. Wir brauchen REACH, das muss verbessert werden, sind wir schon einigermaßen drinnen. Gesetzliche Vorgaben, Verantwortung der Gesellschaft für die Belange müssen thematisiert werden, weil 80% der Stoffe kommen aus privaten Haushaltungen. Oder Wasserwirtschaft, konsequente Anwendung der Indirekteinleiterverordnung. Hier bedanke ich mich insbesondere bei den Wasserwirtschaftsverbänden, die hier schon tätig sind und immer darauf hinweisen, kurze Kreisläufe, Trennung von Ober- und Oberflächenwasser, Abwasser oder Industrieherstellerverantwortung. Hier sind wir bei der wichtigsten Quelle. Alternative Stoffe müssen entwickelt werden. Die Forschung muss erweitert werden. Da muss Gelder geben, da muss es Belohnungen geben für die Forschung. Transparenz in Produktion und Vertrieb der betrieblichen Kreisläufe, das muss insgesamt gemacht werden. Nicht nur Produktion, auch der Vertrieb. Da sind wir auch bei internationalen Handelswegen. Verursachergerechte Beteiligung an Kosten einer 4. Reinigungsstufe, die mittlerweile als unabwendbar angesehen wird, als ein Teil einer nachsorgenden Abwasserreinigung. Dürfen wir aber nicht falsch verstehen, dass wir damit die verursachergerechte Politik aufgeben. Nein, sondern dies ist dann meine letzte Folie, wo ich sage, weiter auch gegen den Strom werden wir hüpfen und springen wie diese Forelle nach oben. Das sind wir eben als Wasserschützer, als Gewässerschützer, als Gewässerschützerinnen in unseren Naturschutz- und Umweltverbänden. Und nochmal danke für die Aufmerksamkeit und nochmal danke für die Möglichkeit, dies einem breiten Publikum in dieser Art und Weise vorstellen zu dürfen. Herr Schönauer, vielen Dank für Ihren engagierten Vortrag. Wir machen das heute so, dass wir die Fragen sammeln und dann ganz zum Schluss beantworten. Eine Ausnahme von dieser Regel machen wir extra für die folgende Referentin, Ilka Dege, die ich herzlich begrüßen darf. Die Frau Dege muss nämlich direkt nach ihrem Vortrag weg und deswegen machen wir nach ihrem Vortrag kurz Verständnisfragen extra für sie. Ich stelle Frau Ilka Dege kurz vor. Sie ist Diplom-Agraringenieurin und war viele Jahre als Referentin für Agrarpolitik für Abgeordnete von Bundestag und Europaparlament und danach für den Deutschen Naturschutzring tätig. Ein Zitat von Frau Dege vorneweg. Es ist auch für völlige Laien offensichtlich, dass hier etwas aus der Balance geraten ist. Wer sich viel zu langsam bewegt, sind große Teile der Politik und Funktionäre. Das muss sich so bald wie möglich ändern, im Interesse der Umwelt, aber auch der Landwirtschaft. Was es dazu braucht? Eine mutigere Politik. Frau Dege, the floor is yours. Ja, schönen guten Tag. Ja, hier ist Ilka Dege. Ich wollte kurz eine Hörprobe machen, bin ich gut zu hören? Ja, gut zu hören. Ich möchte mich ein wenig für die Technik entschuldigen. Ich konnte mich jetzt nur mit dem Handy einwählen. Ja, erstmal vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass ich zum einen einen Beitrag leisten konnte für die Studie und natürlich auch jetzt diesen Beitrag vorstellen darf. Ja, wie von Frau Besse schon vorgestellt, war ich lange für Abgeordnete tätig, auch im Naturschutzbereich. Möchte aber voranstellen, dass ich den Beitrag, den ich hier geschrieben habe, auch in dieser Funktion noch geschrieben habe und auch in dieser Funktion dazu Stellung nehmen werde. Ja, uns allen sind sicherlich die Auseinandersetzungen des letzten Jahres rund um das Düngerecht noch leibhaftig oder lebhaft in Erinnerung. Die Geschichte hat mit der Novellierung des Düngerechts im letzten Jahr einen vorläufigen Endpunkt gefunden, aber die Geschichte selbst ist schon viel, viel länger. Sie ist nahezu 30 Jahre alt. Also vor circa 30 Jahren wurde die Nitratrichtlinie beschlossen, unter anderem auch von Deutschland. Den dort fixierten Wert hat Deutschland aber in dieser Zeit nie eingehalten. Was daraus folgte, war, also die Kommission hatte aus Sicht gerade der Verbände lange Geduld.
Dann gab es eine Verurteilung, mit der Deutschland mit Brief und Siegel bescheinigt bekommen hat, die Nitratrichtlinie nicht einzuhalten. Das BMEL hat es aufgrund der Novelle von 2017 abgelehnt, dass eine erneute Novelle notwendig wäre. Das sah die Kommission anders, das sahen auch viele Verbände anders, das sahen auch Wasserversorger wie der BDEW oder auch Gelsenwasser, die ja heute ja auch vertreten sind, anders, sodass auch das BMEL und BMU gemeinschaftlich sozusagen auf diese erneute Aufforderung der Kommission reagieren musste und, wie gesagt, im letzten Jahr uns allen bekannt in die erneute Novelle des Düngerechts gegangen ist. Im März wurde die novellierte Düngeverordnung selbst verabschiedet. Es folgte auch noch eine Änderung im WHG. Und im Düngerecht selbst war ja bereits angelegt, die einheitliche Ausweisung der sogenannten roten Gebiete, die durch die Länder erfolgen sollte. Das ist dann auch bis Ende des letzten Jahres oder Anfang diesen Jahres durch die Länder erfolgt. Im Ergebnis ist aber doch festzuhalten, dass aufgrund dieser Ausweisung die quasi eine einheitliche Vorschrift für die Länder, wie diese Gebiete auszuweisen sind, gebracht hat, dass die Gebiete sich teils massiv verkleinert haben im Verhältnis zu dem, was die Länder früher schon an Binnendifferenzierung hatten. Das liegt sicherlich auch an dem gewählten Modellansatz, also der dort gewählt wurde, der aus unserer Sicht auch nicht ausgereift ist. Und eigentlich die zentrale Ursache dafür sein sollte, warum die Gebiete eben kleiner wurden. Die Frage ist jetzt, wie die Kommission darauf reagieren wird, ob sie das jetzt Vorliegende für ausreichend hält, dass Deutschland die Nitratrichtlinie einhält. Also eine abschließende Bewertung steht meiner Kenntnis noch aus. Wir können aber gespannt sein. Also aus Sicht auch gerade der Verbände darf bezweifelt werden, dass das ausreichend ist, da es, wie gesagt, durch kleinere Gebiete quasi auch die Reduktion kleiner sein sollte. Und es ist davon auszugehen, dass eine Fortsetzung folgt. In welcher Art und Weise das sein wird, ist noch offen. Wir können gespannt sein auf die Reaktion auch der EU-Kommission, welche weiteren Schritte Deutschland hier eventuell zu gehen hat. Aber kommen wir von der Problemanalyse, dies ist auch in der Studie, da möchte ich mich auch herzlich bedanken, durch grafisch auch nochmal schön aufgearbeitet und dargestellt, wie die eigentliche Lage ist. Kommen wir doch zu der Frage, wie kommen wir da raus? Weil es geht ja nicht darum, quasi anzuzählen, also wie gesagt, die Probleme muss man festhalten, nur so kann man auch zur verursachergerechten Lösung kommen. Aber genau darum muss es jetzt eigentlich gehen. Und der Schlüssel liegt eigentlich darin, klar, die Düngemengen müssen runter, da beißt die Maus keinen Faden ab. Wir müssen aber auch, die Nährstoffeffizienz muss aber auch erhöht werden. Wir brauchen quasi ein Zurück zur Kreislaufwirtschaft, die in dem Sinn positiv zu sehen ist. Also wir brauchen vor allen Dingen eine Bindung der Tierzahlen zurück an die Fläche, damit quasi pro Tier die Fläche zur Verfügung steht, die das Tier ernährt, aber auch zur Entsorgung der Exkremente. Und das in dem Zusammenhang möchte ich noch mal deutlich sagen, also es geht hier nicht darum, die Tierhaltung an sich zu diskreditieren oder in Frage zu stellen, was ja zum Teil auch immer ein Großteil der Auseinandersetzung macht. Tierhaltung ist wichtig, ist für ein gutes Nährstoffmanagement auch wichtig. Insbesondere die Weidetierhaltung leistet auch einen großen Beitrag zur Biodiversität, das wissen wir auch. Es geht vor allen Dingen darum, wenn wir uns mal die Verteilzahlen anschauen, wie Tiere in Deutschland verteilt sind, aus dieser Konzentration wegzukommen und die Tiere wieder in die Fläche zu verteilen, damit wir das gewährleisten können. Es betrifft aber auch natürlich den Ackerbau, wenn wir sehen, also ich hatte es ja schon kurz angesprochen, dass die Mengen runterkommen müssen, die gedüngt werden, die Bedarfsmengenberechnungen orientieren sich ja oft an Maximalbeträgen.
Deshalb halte ich auch das Wording vom Verhungern der Pflanzen in vielen Punkten nicht für angebracht. Wir wissen es alle, also alle, die sich näher damit beschäftigen, es geht darum, also die Mengen sind in der Regel so kalkuliert, dass man auch die Höchstbeträge oder Höchstertragsmengen runterholen kann. Das haut in vielen Jahren gar nicht hin. Wir müssen nur zurückdenken an die letzten beiden Jahre, wo es ja eine große Dürre gegeben hat. Da bleiben viele Stickstoffmengen übrig, die quasi nicht abgerufen werden, die dann zur Verschärfung des Problems beitragen. Immanent halte ich auch in dem Punkt, gerade im Ackerbaubereich, die Frage der vielgliedrigen Fruchtfolgen, die hier eine große Rolle spielt. Sie wissen auch, eine vielgliedrige Fruchtfolge, da sind Leguminosenanteile enthalten. Leguminosen haben die Möglichkeit, Stickstoff aus der Luft zu binden, erfordern eine viel geringere quasi Zudüngung, schaffen auch den Boden anders zu durchlockern, Humus aufzubauen, was quasi die Grundquelle ist, für ein gutes Nährstoffpool im Boden anzulegen und über den Verlauf der Fruchtfolge diese Mengen auch wieder freizugeben. Ja, dann, was man immer wieder sagen muss, auch wenn es längst bekannt ist, der Ökolandbau, ich sehe die rote Karte. Der Ökolandbau ist hier einfach nochmal zu erwähnen. Es geht nicht darum, bestimmte Bewirtschaftungsformen jetzt gut oder schlecht zu reden. Das ist beileibe Ansinn des Ganzen. Nur der Ökolandbau hat in vielen Bereichen, ist er nun mal Vorreiter in dem, wie es gerade im geschlossenen Wirtschaftskreislaufen funktionieren kann. Ich denke, da ist auch für viele konventionelle Betriebe was dabei. Was dazu aber gehört, ist natürlich, der Punkt kommt auch immer wieder, die Beratung muss verbessert werden, damit viele Betriebe auch sozusagen voneinander lernen können. Und das nochmal ganz zum Schluss, es geht eben nicht darum, hier Betriebe an den Pranger zu stellen, sondern es geht um den Ansatz gemeinsamer Lösung. Wie kommen wir dahin? Wie kommen wir zu einem besseren Nährstoffmanagement, damit wir das Problem auch nach über 30 Jahren quasi einmal in den Griff bekommen und nicht darauf warten, dass die EU-Kommission Deutschland in das Gesetz schreibt, wie es zukünftig zu laufen hat. Danke, Ilka Dege, soweit. Ich habe mir jetzt gerade direkt zu deinem Vortrag zwei Fragen notiert. Einmal, ist die Düngeverordnung, so wie sie jetzt nochmal korrigiert ist, eigentlich der große Wurf? Ist zu erwarten, dass die EU-Kommission das jetzt letztendlich akzeptiert oder sind da noch größere Änderungen zu erwarten? Und eine zweite Frage habe ich mir notiert. Die roten Gebiete der Bundesländer, inwiefern sind die unterschiedlich? Sind sie alle bei der Korrektur jetzt kleiner geworden? Und hast du Kenntnisse darüber, wie andere Mitgliedstaaten in Europa das machen? Ich hoffe, ich habe jetzt alle Fragen soweit mitgenommen. Also wie gesagt, es mag sein, dass es einen neueren Stand gibt. Wenn, dann wird er sicherlich hier auch Gegenstand sein. Meines Wissens sind wir jetzt erst bei dem Stand, dass Deutschland quasi nochmal begründet hat, wie das neue Düngerecht aussieht und wie auch die Ausweisung durch die Länder erfolgt ist. Die endgültige Reaktion dort steht noch aus. Aus meiner Sicht kann ich mir nicht vorstellen, dass die Kommission das in dieser Weise akzeptiert und nicht auf Nachbesserung bestehen wird, in welcher Weise auch immer. Diese Situation, also in dieser Situation waren auch schon andere Mitgliedstaaten. Wir brauchen nur nach Dänemark zu schauen oder nach Holland. Da gab es auch sehr deutliche Ansagen von der EU-Kommission, wie das Düngerecht dort auszugestalten ist. Das waren teils sehr harte Maßnahmen, die aber letztendlich auch Wirkung gezeitigt haben. Ich selbst bin begeisterte Dänemark-Urlauberin und habe mich letztes Jahr mit einem Landwirt dort unterhalten, der seine Zuckerrüben gehackt hat und da kam er darüber ins Gespräch, sah übrigens ganz toll aus, was mit Hacktechnik bei Zuckerrüben geht, was übrigens auch ein Baustein ist zur Stickstoffversorgung, ne, Luft in den Boden zu bringen und dort quasi durch Hacken auch die Nährstoffversorgung anzuregen. Er sagte jedenfalls, es war hart, vieles war hart, was quasi vorgegeben war, aber er ist ganz froh drauf, dass er jetzt mit seinen Nachbarn und im Dorf sozusagen sie sich das Problem gestellt haben und aus der Konfrontation auch mit dem Verbraucher rauskommen, dass die Bauern quasi als Verschmutter angesehen werden.
Das ist ja auch eine Situation, die viele Landwirte hier haben und sich in unguten Gefühlen bewegen. Und deshalb ist in meinem Beitrag auch noch mal kurz aufgezeigt, dass ich denke, viele Landwirte haben sich längst auf den Weg gemacht und sind auch bereit. Und die Lösungen, die hier gefunden wurden, auch mit dem Düngerecht oder auch mit den neuen Ansätzen, die haben das große Problem, dass sie quasi eine Mehrheit der Landwirte belasten, aber nicht die sozusagen Probleme angehen, die wirklich eine Entlastung für das Problem bringen könnten. Ja, vielleicht erstmal dazu. Gut, dann habe ich mir noch zwei Fragen notiert. Was hältst du von der regenerativen Landwirtschaft? Kann die eine Hilfe dazu sein und ein Lösungsmodell? Und was ist eigentlich mit der Nitratauswaschung unter Leguminosen? Ist das nicht auch problematisch zu sehen oder wie siehst du das? Ja, das fangen wir gleich mit dem letzten Punkt an. Nitratauswaschung unter Leguminosen ist natürlich genau die Frage, was sind die Anschlussprodukte? Also hier kommt es auf ein ordentliches Management an. Und jeder Landwirt sollte das eigentlich drauf haben, zu wissen, okay, was ist meine Nachfolgefrucht, die durch die Leguminosen eingebrachten Stickstoffmengen wieder abnehmen kann. Und das am besten vor dem Winter, die regulierten Zwischenfrüchten und so weiter und so fort. Also eine gescheite Fruchtfolge ist das zu managen. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass insbesondere die Leguminosen, gerade die Wurzelbildung, da ist ja auch viel Stickstoff quasi drin, die Mengen auch erst nach und nach in der Teilwirtschaft. Wir haben hier nicht das akute Problem, dass eben, weil der Sommer besonders trocken war oder weil es Starkregenereignisse gab, auf einmal große Mengen abgegeben werden, sondern das ist eine subjektive Frage. Also ein typisches Management für das Problem wird es gewesen. Erste Frage nochmal. Kann die regenerative Landwirtschaft zur Lösung beitragen? Die sogenannte regenerative Landwirtschaft. Was ist genau mit regenerative Landwirtschaft gemeint? Das ist mir im Wesentlichen nicht ganz klar. Da geht es in erster Linie um Humusaufbau. Ja, Humusaufbau ist ja gar keine Frage. Also der Humusgehalt unserer Böden hat insbesondere, ja, seit wir anfangen mit Mineraldünger zu düngen, abgenommen. Es gibt diverse Möglichkeiten, wieder zu einem Humusaufbau zu kommen, aber wir müssen langfristig gedacht werden. Das geht vor allem über organische Substanz, das geht eben nicht durch weitere Ausweitung mit Mineraldüngen. Also da braucht es eine kann regenerative Landwirtschaft viel leisten, aber es braucht dafür eben ein Geschäftsmodell. Vielleicht kannst du ein bisschen näher an dein Mikro gehen. Du bist zum Teil sehr schlecht zu verstehen mit dem Handy. Ich habe jetzt noch eine letzte Frage notiert. Warum wollen Sie die Tierproduktion als Primärverursacher direkt und indirekt nicht klar in die Pflicht nehmen? Ich denke, ich habe das schon genannt, dass die Tierzahlen, also es ist vor allem eine Verteilungsfrage. Es gibt diesen Unterschied zwischen den Viehbestandszahlen in Nordrhein-Westfalen. Wir kennen alle die Landkreise, die da fast an die vier Großeinheiten rangehen. Wir haben aber auch Regionen in Deutschland, wo wir eigentlich ja schon viel zu wenig Viehbestand haben. Das ist quasi vor dem Hintergrund eines Nährstoffkreislaufes oder in einer nährstofforientierten oder kreislauforientierten Landwirtschaft auch nicht die Lösung. Aber grundsätzlich ist es natürlich so, darauf denke ich, führt die Frage ab. Wir müssen in bestimmten Regionen wirklich auch viel deutlicher von den Wohnungsbestand runter. Hier kann ich auch, hier muss ich auch nochmal auf das Beispiel Niederlande verweisen. Das ist ja diskutiert, dass die Niederlande quasi ein Rauskaufprogramm aufgelegt haben. Ich denke, das sollte auch hier kein Tabu sein. Wir müssen darüber reden, wie wir Betrieben, die aussteigen wollen, auch die Möglichkeit geben, dies zu tun. Es gibt noch eine ganze Menge andere Maßnahmen, auch ökonomische Instrumente, um das zu steuern. Also es muss noch mal viel weiter als über eine Binnendifferenzierung hinaus darüber nachgedacht werden, wie man das im Angriff nehmen kann. Tut mir leid, was den Ton, ich kann das nicht beeinflussen.
Ja, das haben wir ja manchmal das Problem hier. Wir sind halt im 21. Jahrhundert in Europa, da ist die Digitalisierung noch nicht, bis auf die baltischen Staaten, noch nicht so ganz weit fortgeschritten. Ich mache jetzt eine letzte Frage. Sind dir die Unterschiede zwischen den Verbänden und EU-Bio bezüglich Nitratauswaschungen bekannt? Weißt du da etwas darüber, ob es da unterschiedliche Nitratauswaschungen gibt oder nicht? Oh, ob es da eine Statistik gibt, die unterscheidet zu sagen, Betriebe nach EU-Bio haben so viel mehr Nitratauswaschungen und andere weniger, das würde ich ein bisschen in Zweifel ziehen. Der wirkt sich aber so, dass die Bioverbände, Bioland, Demeter und so weiter und so fort in ihren Kriterien oft strengere Verpflichtungen enthalten haben, also so eine Art Selbstverpflichtung, die an sich dafür geben sollte, dass die Nitratauswaschung geringer ist. Aber das kann ich statistisch nicht übernehmen. Ja. Und da es da ja im Prinzip in erster Linie auf die Fruchtfolge ankommt, ist auch nicht mit sehr unterschiedlichen Nitratauswaschungen zu rechnen, es sei denn aufgrund von Standortunterschieden, denke ich auch. Ilka Dege, ich danke dir ganz herzlich für deinen Beitrag und dass du dir die Zeit genommen hast, in deinem engen Tagesplan heute uns das hier noch vorzustellen, auch wenn es für Folien nicht mehr gereicht hat. Vielen Dank für deinen Beitrag in der Studie. Vielen Dank für deinen engagierten Beitrag heute. Und damit bist du dann entlassen für deine nächsten anstrengenden Termine. Vielen herzlichen Dank und noch einen schönen Tag für dich. Ich danke auch und diskutieren Sie gut weiter. Und es ist doch schön, dass so vielen das Thema am Herzen liegt. Vielen Dank. Danke. Gut, dann komme ich zum nächsten Beitrag. Der wird bestritten von Herrn Dr. Bär und Ulrich Peterwitz von Gelsenwasser. Ich stelle die beiden kurz vor. Herr Dr. Bär promovierte an der Universität Köln am Lehrstuhl für Öffentliches und Europarecht. Nach beruflichen Stationen bei einem Energieversorger, einer auf das Energierecht spezialisierten Kanzlei und dem Verband kommunaler Unternehmen war er in der Schweiz bei einer Unternehmensberatung und als selbstständiger Rechtsanwalt tätig. Seit 2012 ist er bei Gelsenwasser AG dabei und aktuell leitet Arndt Bär die Abteilung Politik und Verbände. Starten wird jetzt Herr Ulrich Peterwitz. Er ist Diplomgeologe und studierte an der Ruhr-Universität Bochum mit dem Schwerpunkt Hydrogeologie. Seit 1990 ist er bei Gelsenwasser AG tätig und aktuell leitet er die Abteilung Wasserwirtschaft. Seine Arbeitsfelder sind Wasserrechte, Wasserschutz, Ressourcenmanagement und Wasserpolitik. Zudem ist Ulrich Peterwitz Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft der Wasserwerke an der Ruhr. In ihrem Artikel schreiben die beiden: Das Dickicht der Verordnungen, Verwaltungsvorschriften, Anhänge, Ausnahmen und Sonderregeln, das als Ergebnis der Lobbyschlacht um die Düngeverordnung entstanden ist, ist für Befürworter einer transparenten, verständlichen und systematischen Regelung schwer erträglich. Nur Juristen und Kenner verstehen noch die Rechtslage. Ob das neue Düngepaket geeignet ist, die Nitratgehalte im Grundwasser abzusenken, wird erst in ein paar Jahren sichtbar bzw. nachweisbar sein. Herr Peterwitz, Herr Dr. Bär, the floor is yours. Ja, schönen Dank, Frau Dr. Beste. Ich werde beginnen und versuche jetzt mal den Bildschirm freizugeben. So, ich hoffe, man kann alles gut sehen. Alles prima. Ja, schönen guten Tag allerseits, auch von meiner Seite. Dank auch an Herrn Häusling, dass wir hier heute vortragen dürfen und an der Veranstaltung teilnehmen dürfen. Ich möchte so ein bisschen mit Informationen aus der Praxis beginnen und Herr Dr. Bär übernimmt dann für den allgemeinen Teil und den rechtlichen Teil. Zu Gelsenwasser ganz kurz. Wir sind ein überregionaler Wasserversorger, der 2 Millionen Menschen mit Wasser versorgt. Und wir nutzen dazu sowohl Oberflächenwasser als auch Grundwasser. Das auch in einem sehr hohen Maße, so wie das in Nordrhein-Westfalen üblich ist.
Für ganz Deutschland muss man sagen, überwiegt allerdings Grundwasser. Das macht für ganz Deutschland etwa so 2/3 aus. Grundsätzlich verfolgen wir die Zwei-Wege-Strategie. Das bedeutet, wir versuchen so wenig wie möglich Aufbereitung einzusetzen und setzen stattdessen eher auf die Vermeidung an der Quelle, also auf den Wasserschutz, weil Aufbereitung bedeutet immer Verwendung von viel Energie und ja, verursacht auch viel Kosten, verursacht Abfälle und das wollen wir eben vermeiden. Deswegen steht bei uns der Wasserschutz im Vordergrund. In den 80er Jahren hatte sich die Analytik deutlich verbessert und der Trinkwassergrenzwert für Nitrat wurde dann auch herabgesetzt von 90 Milligramm pro Liter auf 50 Milligramm pro Liter. Und als man dann nachschaute, wie sieht es denn jetzt im Trinkwasser aus, wie sieht es im Rohwasser aus, erschrak man, weil die Werte sehr hoch waren. Das öffnete dann eigentlich so den Blick für das Problemfeld. Und im Zuge des Problemfeldes kam dann bei uns die Erkenntnis, dass es optimal ist, zur Vermeidung an der Quelle die Kooperation mit der Landwirtschaft ins Leben zu rufen. 1990 wurde der erste Vertrag unterschrieben. Wir sind bei unserer Kooperation in Haltern am See vereint mit drei weiteren Partnern, nämlich mit den Stadtwerken Coesfeld, Stadtwerke Dülmen und den Gemeindewerken Nordwohlen. Und wir haben dann noch eine Beteiligung in vier weiteren Kooperationen, weil unsere Wasserwerke über Nordrhein-Westfalen verteilt sind, sind wir auch an anderen Stellen aktiv. Im Jahre 2017 haben wir uns dann neue Gedanken gemacht, weil wir mit den Erfolgen nicht ganz zufrieden waren der Kooperation, uns neu aufzustellen. Wir haben neue Förderbausteine eingeführt. Dazu zählte die Extensivierung der Düngung, die Förderung von Gewässerschutzstreifen in der Größenordnung mindestens 10 bis 20 Meter und die Förderung des Ökolandbaus. Und das Ganze haben wir dann ab 2018 eingeführt und es läuft eine 5-jährige Testphase, in der wir sehen wollen, ob wir damit weiterkommen und ob das auch angenommen wird. Insgesamt haben wir knapp über 50.000 Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche und wir erreichen etwa 2/3 aller dort vorhandenen Landwirte in der Kooperation, Entschuldigung, 1/3. Aber wir erreichen 2/3 der Fläche in der Kooperation. Also hier sind wir noch ausbaufähig, was die Beteiligung an der Kooperation angeht. Schauen wir jetzt mal auf unsere Erfolgskurve. Wir haben hier sehr viel zu tun mit Pflanzenschutzmitteleinträgen in das Wasser. Wir nutzen Oberflächenwasser, das heißt, wir finden die Pflanzenschutzmittel in der Talsperre. Und der Verbrauch an Aktivkohle, also hier auch nicht nur die Kooperation, sondern auch die Errichtung einer Aktivkohle-Dosierstation, daran machen wir fest, immer dann, wenn wir wenig Aktivkohle verbraucht haben, war die Kooperation gut. Im Umkehrschluss bedeuten hier hohe Verbräuche an Aktivkohle immer, dass auch hohe Pflanzenschutzmitteleinträge in das Gewässer stattgefunden hat. Und wir sind gestartet mit sehr hohen Pflanzenschutzmitteleinträgen und Aktivkohleverbrauch 1990. Wir haben uns dann sehr gut runtergearbeitet. Also im Jahr 2000 beispielsweise oder 2002 hatten wir überhaupt keinen Verbrauch von Aktivkohle. Und wir haben zwischendrin aber immer wieder Rückschläge erlitten. Einmal hier in 1998 dadurch, dass Pflanzenschutzmittel eingesetzt wurden, wie Bentazon, die sehr schwer aus dem Wasser wieder zu entfernen sind mit Aktivkohle. Oder wie im Jahr 2004, da hatten wir Starkregenereignisse im Sommer, gerade dann, wenn die Pflanzenschutzmittel ausgebracht wurden. Oder wie in 2012, dort wieder ein Problemstoff, Nicosulfuron, der sehr schwer aus dem Wasser zu entfernen war. Man sieht also, wir kommen hier mit unseren Methoden durchaus an die Grenze. Und wenn wir jetzt mal so insgesamt auf die Ergebnisse unserer Kooperationsarbeit schauen, dann sehen Sie rechts oben im Bild die Nitratkurve. Gelsenwasser hat insgesamt in seinen Wasserwerken durchaus auch Brunnen, die
hohe Nitratwerte aufweisen, von knapp unter 50 Milligramm pro Liter. Aber hier im Wasserwerk Haltern sehen wir das durchaus als Erfolg an. Wir haben hier 15 Milligramm pro Liter im Trinkwasser als Mittelwert derzeit. Hier haben wir uns also sehr gut heruntergearbeitet und man sieht, dass hier die Kooperation durchaus erfolgreich ist. Bei den Pflanzenschutzmitteln sieht man hier dargestellt die unterschiedlichen Wirkstoffe mit unterschiedlichen Farben und die Jahresmittelwerte in der Konzentration. Und da sehen Sie eigentlich nur einen Wandel im Farbspiel und die Werte bleiben in etwa so auf einem Niveau. Das kommt zustande durch die sogenannte Wirkstoffrotation. Das heißt also, wir versuchen, als problematisch identifizierte Wirkstoffe auszutauschen gegen weniger problematische in der Beratung der Kooperation. Der Effekt ist aber, nach kurzer Zeit treten die auch wieder auf. Das heißt, die Wirkstoffrotation alleine hilft uns hier nicht weiter. Und deswegen haben wir eben auch andere Maßnahmen ergriffen, wie vorhin von mir erwähnt. Einmal die Gewässerrandstreifen, dann aber auch die Förderung des Ökolandbaus. Beim Ökolandbau ist es so, dass da eben keine Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden, dieser synthetischen Art. Und insofern ist das genau auf dem richtigen Weg. Das heißt also, weniger ist hier mehr an der Stelle. Und wir stellen aber fest, dass diese Maßnahme wenig von den Landwirten ergriffen wird oder eigentlich gar nicht. Bisher hat noch kein Landwirt auf Ökolandbau umgestellt. Das heißt, wir brauchen hier eine flankierende Unterstützung einmal von der Politik. Schwierig ist für uns auch das Doppelförderungsverbot. Das heißt, wenn die Landwirte durch uns gefördert werden, dann dürfen sie keine Förderung des Landes in Anspruch nehmen. Und das heißt dann letztendlich für den Landwirt, die Förderung ist offenbar auch mit 780 Euro von uns pro Hektar noch zu gering, um umzustellen. Und hier sieht man ganz klar, wir brauchen hier Unterstützung von der Politik mit einer anderen Förderpolitik möglicherweise. Und der Verbraucher muss das auch annehmen. Das heißt, die Produkte, die hier im Ökolandbau erzeugt werden, müssen auch vom Verbraucher angenommen werden. Ja, soweit zum allgemeinen Teil. Und ja, jetzt darf ich übergeben an meinen Kollegen Dr. Arndt Behr für den politischen Teil. Vielen Dank, Uli. Ich würde es kurz halten, damit wir noch Zeit zum Diskutieren haben, weil ich sicher bin, dass sehr viel Fachverstand hier in der Runde ist im Kreis. Und ich sehr froh bin, dass wir die Möglichkeit haben, uns hier darzustellen und uns auch im Rahmen der Studie einen Beitrag sichern zu können. Vielen Dank nochmal an Herrn Häusling und an sein Team dafür, dass Sie an uns gedacht haben. Denn das ist gerade in dem Bereich sehr, sehr wichtig. Ich glaube, dass dieser Bereich Agrarpolitik einer ist, der sehr, sehr stark aus Europa geprägt wird. Es ist also sehr dankenswert, dass Herr Häusling als Europaparlamentarier sich diesem Thema annimmt, weil es gibt kaum einen Politikbereich, der so stark aus Europa gesteuert wird wie dieser. Es ist einer der Bereiche, der durch direkte Förderpolitik eben einen unmittelbaren Einfluss hat. Einer der wenigen Bereiche, habe ich gelernt. Und es ist immer noch so, dass ein Großteil des Haushaltes in die Agrarpolitik fließt. Das heißt, von hier aus wird dieser Systemwechsel gesteuert, den der Kollege schon angesprochen hat und bei dem ich fest davon überzeugt bin, dass es die einzige Lösung ist, dieses Problem zu lösen. Frau Dr. Beste hat das Zitat von uns gebracht, was wir deswegen bringen, weil uns klar geworden ist, das ganze Thema ist am Ende wahrscheinlich nicht rechtlich zu lösen. Es ist ein Dickicht von Regelungen, die kaum mehr zu durchdringen sind, die nur absolute Spezialisten in ihrer Systematik bisher mittlerweile noch durchdringen können. Ich glaube, es ist auch ein bisschen Methodik dahinter. Es wird also bewusst auch so kompliziert geregelt und verschachtelt, dass es unattraktiv ist, undurchsichtig, um dort Dinge zu ändern. Da ist sicherlich auch was dran, was viele sagen. Es ist aber auf der anderen Seite auch einfach so, dass durch die Art und Weise der Regelung, dass das aus Europa kommt,
es kompliziert sein muss und langwierig. Frau Dege hat es geschildert richtig, die Zeit, selbst wenn man nicht vor 30 Jahren anfängt mit der Diskussion, sondern mit der Nitratrichtlinie, sind wir bei 15, 20 Jahren. Und vor einigen Jahren ist dann aus einer europäischen Richtlinie ein Verfahren geworden, was dann letztendlich zu einer Verhandlung führt zwischen Kommission und Land. Denn das Land selber muss ja erst umsetzen bei einer Richtlinie. Dort wurde ständig hin und her verhandelt. Und als man dann nicht mehr weiter wusste, wie man es regeln soll gegenüber der Kommission, hat man eine Regelung vorgelegt, die dann abgesegnet worden ist, um dann zwei Tage später zu sagen, im Rahmen des Föderalismus haben unsere Bundesländer ja anders entschieden und da können wir nichts machen, und hat den schwarzen Peter im Grunde dann wieder nach NRW zurückgeschoben, dann wieder zur Kommission. Jetzt ist es im Bund geregelt, es wurde geschildert gerade, allgemeine Verwaltungsvorschrift, die muss jetzt oder ist in den Ländern umgesetzt worden durch die Verkleinerung der roten Gebiete. Das ist sicherlich fachlich gar nicht so verkehrt. Da kann der Kollege auch mehr dazu sagen. Es ist eine gewisse Logik drin, aber es ist jetzt wieder so, die Länder regeln für sich. Es wird nach Brüssel gespielt und jetzt warten alle wieder darauf, was da, wie jetzt die Einschätzung der Kommission ist. Das Ganze dauert unheimlich lange und ist kaum praktikabel dafür, um so ein wichtiges Thema wie Gewässerschutz zu regeln. Denn wenn wir in ein paar Jahren merken, dass die Regelungen nicht ausreichen, möchte ich eigentlich nicht nochmal 10 Jahre über 4 Instanzen gehen, um dann nachzuschärfen. Wenn das System so bleibt, wie es ist, kann es nur über einen Systemwechsel funktionieren. Ich glaube, da sind wir als Gesellschaft aber auch insgesamt gefragt. Da wird Herr Häusling sicherlich einiges dazu sagen. Die Art und Weise der Landwirtschaft, wie sie noch stattfindet heutzutage, passt nicht mehr zu dem, was wir als Gewässerschutz verstehen, was wir vor Ort sehen jeden Tag, insbesondere in Haltern. Und deswegen hoffen wir, dass wir solche Ansätze wie die Kooperation in Haltern öfter sehen und dass wir es hinkriegen, dass es für die Landwirte auch wirtschaftlich ist, Ökolandbau zu betreiben und wir es mittelfristig nicht mehr fördern müssen. Denn auch hier ist ja im Grunde der Wasser Entnehmer, der Kunde über ein Wasserentgelt, derjenige, der den Systemwechsel bezahlt. Und das ist ja eigentlich der falsche Ansatz. Wir möchten ja gerne, dass Gewässerschutz und Umweltschutz ein Stück weit in die Politikfelder mit Einheit findet und damit auch in die Landwirtschaft, sodass wir sagen, die Art und Weise der Landwirtschaft, Verzicht auf Pflanzenschutzmittel, Verzicht auf Nitrat, mehr Blick auf Fruchtfolgen, wird eingepreist und wird auch vom Endkunden so gewollt und bezahlt. Und dann ist es eben nicht notwendig, Gewässerrandstreifen einzuführen oder mit Ordnungsrecht zu kommen. Vielleicht noch ein Stichwort. Man sieht jetzt, dass aus dem Insektenschutzgesetz einer anderen Richtung wieder ein Gewässerrandstreifen reinkommt ins Gesetz. Auch hier gibt es die Regelung, 10 Meter Gewässerrandstreifen einzuführen. Wieder mit Ausnahmeregelung für die Länder. Ich bin sicher, dass viele Länder das jetzt nutzen werden und diesen Gewässerrandstreifen nicht einführen. Insofern wieder zu der These zurück. Ich glaube, wir brauchen einen Systemwechsel und kriegen mit Ordnungsrecht die Problematik am Ende nicht in den Griff so richtig. Danke, Herr Dr. Bär und Herr Peterwitz für diese detaillierte Information. Ich denke, dass schon einige Leute mit den Füßen scharren, weil wir hier Menschen haben, die jeden Tag tagtäglich für die Qualität unseres Trinkwassers kämpfen. Und da sehe ich schon, dass einige Fragen auflaufen. Ich würde allerdings jetzt gerne trotzdem unsere Referenten einfach einmal durchexerzieren und begrüße dazu unseren letzten Redner, Martin Häusling. Er ist Gastgeber der Veranstaltung und Herausgeber der Grünen Edition. Das ist die Reihe, in der auch diese Publikation erschienen ist. Martin Häusling ist gelernter Agrartechniker und bewirtschaftet seinen Betrieb, den Kellerwaldhof, seit 1988 nach Biolandrichtlinien. Seit 1995 läuft auf dem Hof eine güllebasierte Biogasanlage, seit 1999 wird eigener Käse hergestellt und von 2003 an ist
Martin Häusling, von 2003 bis 2009 war Martin Häusling Mitglied des Hessischen Landtages als fachpolitischer Sprecher für Landwirtschaft, Europa und Verbraucherschutz sowie ländliche Räume und Gentechnik. Und seit 2009 ist er im Europaparlament. Dort ist er agrarpolitischer Sprecher der Fraktionen Grünen EVA und sitzt auch im Umweltausschuss. Von ihm habe ich das Zitat aufgeschrieben: Es wird Zeit, den Widerstand gegen den Ökolandbau endlich als das zu bezeichnen, was er ist. Unklug in jeder Hinsicht. Martin Häusling, the floor is yours. Ja, vielen Dank. Ich hoffe, man kann mich hören und sehen, zum Teil jedenfalls. Ja, ich bin, wie gesagt, im Parlament in den zwei wichtigsten Ausschüssen, im Agrarausschuss und im Umweltausschuss. Und wir haben jetzt letztes Jahr gerade erst einen Bericht verabschiedet, der sich mit dem Thema Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie beschäftigt hat. Diese Richtlinie ist wie viele andere, es wurde ja eben schon von der Nitratrichtlinie gesprochen, seit vielen Jahren in Kraft, aber nicht umgesetzt. Es ist immer wieder verlängert worden und die nächste Verlängerung ist jetzt gegeben worden. Bis zum Jahr 2027 sollen alle Mitgliedsländer diese Wasserrahmenrichtlinie umsetzen. Das ist ein Ziel, was wahrscheinlich nicht alle Mitgliedsländer erreichen werden. Und gegen Deutschland stellt sich immer nach außen so dar, als wenn man die Musterschüler in Europa, muss man ehrlicherweise sagen, auch gegen Deutschland laufen ja einige Verfahren. Und das bekannteste Verfahren ist ja der Verstoß gegen die Nitratrichtlinie. Ich gehe da jetzt nicht näher drauf ein, können wir eine Diskussion gerne machen. Aber da hat man gesehen, dass sich welches Beharrungsvermögen da ist nach dem Motto, es gibt einen europäischen Rahmen, eine rechtsverbindliche Verordnung, aber die wird erstmal jahrelang ignoriert. Und wenn sie dann erst dann in dem Moment, wo Europa klagt, und es standen ja Zahlungen von 800.000 Euro pro Tag im Raum, erst dann wird wirklich was gemacht. Und das Thema Landwirtschaft und Wasser ist ein sehr heikles Thema. Sie erinnern sich vielleicht daran, dass ja gerade im letzten Jahr davor viele Bauern auf die Straße gegangen sind, wegen den roten Gebieten, wegen der Nitratrichtlinie, aber auch wegen Insektenschutz. Und deshalb, da sind viele Bauern sehr schnell auf der Palme. Aber man muss anerkennen, das müssen auch die Bauern anerkennen, die Landwirtschaft ist halt nach wie vor einer der Hauptquellen der Verunreinigung. Und das kann man nicht wegdiskutieren. Und gerade heute wurde ein Bericht vorgestellt von Niedersachsen, dass auf jeden Hektar fast überall, wo das eingehalten, 170 Kilogramm Stickstoff kommt. 170 Kilogramm Stickstoff bedeutet aber auch, dass wir im Grunde genommen 50 Kilogramm Stickstoffüberschuss einkalkulieren, der gar nicht verbraucht wird und der geht entweder ins Wasser oder in die Luft. Es gibt eine Studie der EU-Kommission, die sagt, die Aufbereitungskosten für Trinkwasser, um es für den Standard, den die EU vorschreibt, genießbar zu machen, das kostet die EU 46,5 Milliarden Euro. Also man könnte jetzt zynisch sagen, fast genauso viel, wie wir für Agrarpolitik ausgeben, um Bauern zu subventionieren, kostet uns die Aufbereitung von Trinkwasser. Und die Förderung der Landwirtschaft bleibt gleich, aber die Kosten für die Bereitstellung von Trinkwasser steigt. Und deshalb, weil so viel Stöger entweder in den Boden oder in die Luft geht und die Diskussion bei den Bauern darum geht, ja, wenn jetzt nicht mehr so viel gedüngt wird, dann muss man doch einkalkulieren, dass vielleicht nicht mehr so qualitativ gutes Brot gebacken werden kann. Und das wird dann gesagt, dass wir eigentlich angewiesen sind, so viel Düngermittel einzusetzen. Ich kann nur sagen, dass die Grenzwerte, die heute da oder die Bewertungsgrundlagen, wie viel Stickstoff eingesetzt werden können, im Grunde genommen viel zu hoch sind. Und dass wir eigentlich diese ganzen Richtlinien nach unten setzen müssten, um zu sagen, okay, wir kommen auch mit wesentlich weniger Stickstoff aus. Und das zeigt ja der ökologische Landbau. Und insgesamt wird Stickstoffverschmutzung auch im Zusammenhang mit der Biodiversitätsrichtlinie als eines der riesen Umweltprobleme des 21. Jahrhunderts betrachtet. Viel zu wenig diskutiert. Aber wir haben sowohl in Gewässern als auch in der Luft die größten Probleme
durch zu viel Verwendung von Stickstoff. Und wie gesagt, die Bedarfsgrenzen, die da angesetzt sind, sind meiner Meinung nach bei Weitem zu hoch angesetzt, weil das ist ja wichtig, muss man auch sagen, wenn 170 Kilogramm Stickstoff quasi als Grundbedarf eingesetzt werden, orientiert sich das an einer intensiven konventionellen Landwirtschaft und nicht sozusagen, also orientiert sich nach Höchsterträgen. Und diese Höchsterträge, die haben natürlich auch was damit zu tun, mit einem anderen Problem, was wir eben diskutiert haben beim Wasser, dass je mehr ich dünge, je höher ich den Ertrag nach oben bringe, ich natürlich dann auch immer mehr mit Krankheiten zu tun habe. Also eine sehr intensiv gedüngte Pflanze, sehr intensive und dicht stehende Bestände führen auch zu höherem Einsatz von Pestiziden. Das muss man ganz klar sagen, da gibt es einen eindeutigen Zusammenhang. Und deshalb müssen wir das auch beides insgesamt betrachten. Und wie gesagt, bei den Zusammenhängen Eintrag in die Gewässer, das ist ja nicht erst seit letztem Jahr bekannt oder seit 10 Jahren, sondern diese Diskussion gibt es eigentlich, ja, solange man sich mit den Wasserrahmenrichtlinien beschäftigt und solange Wasserwerker versuchen, das Problem anzugehen. Und deshalb, ein Vorredner hat es schon gesagt, es geht auch um das europäische Agrarmodell. Und das Agrarmodell ist ja exportorientiert, nach dem Motto viel produzieren, billig produzieren und möglichst kostensparend. Und das führt halt zu diesen sogenannten Kollateralschäden, nach dem Motto, ja, wenn ich viel und billig produziere, habe ich auch viel, im Grunde genommen Kollateralschäden, die dann zum Wasserschaden, zum Gewässereintrag führen. Und genau das können wir eigentlich gar nicht mehr sozusagen akzeptieren als Gesellschaft. Das kann aber auch die Landwirtschaft im Grunde nicht mehr einfach so hinstellen als Abfallsystem sozusagen, als Abfall des Agrarsystems. Und wenn man sich mal anschaut, bei der Ausbildung haben wir tatsächlich ja es geschafft in den letzten Jahren, dass die Erträge immer mehr gestiegen sind, dass wir heute Erträge haben im Bereich des Getreideanbaus von teilweise bis 100% Weizen. Aber es wird gar nicht diskutiert, auch schon gar nicht bei der Ausbildung, was ist denn damit verbunden und welche Probleme haben wir denn da? Und wenn man erstmal so ein Modell etabliert hat, das muss ich ja sagen, und das ist ja auch eine der Hauptdiskussionen, die wir jetzt bei der neuen Agrarpolitik haben, wie komme ich eigentlich von so einem Modell wieder runter? Und wie kann ich auch diese wahren Kosten der Industrialisierung der Landwirtschaft eigentlich einpreisen in ein System? Und sind nicht die Kollateralschäden einer intensiven Landwirtschaft am Ende höher als das, was wir scheinbar dadurch gewinnen? Und das ist schon lange bekannt und diese Ansichten kennen Sie wahrscheinlich alle in irgendeiner Form schon mal gesehen. Das zeigt eigentlich ganz klar und deutlich, dass das ökologische Agrarsystem dem konventionellen in vielen Bereichen weit überlegen ist. Außer beim Ertrag, muss man sagen, hat die ökologische Landwirtschaft bei fast allen Punkten die Nase vorn. Und das sind gerade die Punkte, die wir in Zukunft ja auch als die Ertragsfaktoren sozusagen der gemeinsamen Agrarpolitik sehen müssen. Der Punkt Bodenqualität ist einer, der eigentlich nirgendwo berücksichtigt wurde, soll aber jetzt in der neuen Agrarpolitik ein Maßstab für eine gute Landwirtschaft werden. Das Thema Artenvielfalt hängt auch damit zusammen, dass wenn zu viel Stickstoff ins System eingebracht wird, die Artenvielfalt ganz drastisch sinkt. Und deshalb muss man diese Faktoren eigentlich auch in Zukunft einpreisen. Und deshalb danach muss man auch die Förderung der Landwirtschaft natürlich dann auch anders ausrichten. Und ich glaube, wenn man sich das anschaut, kann man sich eigentlich fragen, warum dieses Modell nicht längst sozusagen für die Zukunft der europäischen Landwirtschaft das Modell ist und nicht ein agrarindustrielles Modell. Und der ökologische Landbau, wie gesagt, müsste eigentlich im Grunde genommen das Leitmotiv der europäischen Agrarpolitik werden. Und es wurde vorhin schon mal kurz andiskutiert, ja, es gibt ja auch im Agrarsystem des ökologischen Landbaus, zum Beispiel durch den Anbau von Leguminosen, da wird ja auch Stickstoff in den Boden eingebracht. Das ist richtig,
Aber insgesamt ist, die ökologische Landwirtschaft in Sachen Stickstoff eigentlich eine Mangelverwaltung. Das ist für den Ökobauern immer das knappste Gut. Und deshalb kann sich ein Ökobauer es gar nicht leisten, seinen Stickstoff irgendwie nicht effizient einzusetzen, sondern das ist ein knappes Gut. Und deshalb ist insgesamt der Eintrag von Stickstoff in der ökologischen Landwirtschaft wesentlich geringer als bei der konventionellen Landwirtschaft. Und ganz gravierend wird dieser Unterschied natürlich bei intensiven Produktionsformen wie zum Beispiel Maisanbau. Da wissen wir, dass ja da intensiv Gülle und mineralische Dünger eingesetzt wird, aber auch im Gemüsebau. Nicht alle roten Gebiete in der europäischen Landwirtschaft und in Deutschland haben was mit Gülle zu tun, sage ich ja auch mal, sondern ein Drittel dieser Flächen haben was mit zu hohem Eintrag von mineralischem Stickstoff zu tun. Und deshalb, ja, einige Wasserversorger setzen ganz eindeutig auf ökologischen Landbau. Leipzig, München schon seit ganz langer Zeit. Und deshalb, diese Ökolandbaukooperativen sind für Wasserwerke eigentlich eine sehr zukunftsträchtige Geschichte und sollten weiterhin gefördert werden. Ja, das war es von meiner Seite. Wie gesagt, ich bin ja in der Agrarpolitik auch viel mit Bauern unterwegs und kenne deren Nöte und auch deren Widerstand gegen alle Regelungen, die da aus Europa kommen. Ich denke aber, wenn wir ein Modell aufbauen können, sowohl in der Förderung der ökologischen Landwirtschaft in der Europäischen Union als auch Kooperationsmodelle mit Wasserwerken, kann man den Landwirten tatsächlich eine bessere Perspektive bieten, als wenn man sie weiterhin darauf trimmen, billige Masse zu produzieren. Denn die größten Opfer, sage ich auch immer, letzter Satz, dieser Agrarpolitik sind eigentlich die Bauern. Denn wir haben innerhalb der letzten 25 Jahre fast die Hälfte aller aktiven Landwirte verloren. Und deshalb mehr Landwirte, ökologische Landwirtschaft ist, glaube ich, das Modell der Zukunft, was wir fördern müssen und nicht das Gegenteil. Vielen Dank. Danke, Martin Häusling, auch nochmal für den Hinweis darauf, dass nicht nur das Trinkwasser leidet, sondern letztendlich eigentlich auch die Praktiker selber und die Bauern, denen das ja auch keinen Spaß machen dürfte, für diese Qualität des Trinkwassers dann eben auch noch an den Pranger gestellt zu werden, weil es größere Zusammenhänge hat, die dafür eine Ursache sind. Ich habe jetzt versucht, die Fragen mal ein bisschen zu sortieren in der Reihenfolge der Referenten. Ich stelle jetzt als erstes eine Frage, die ich mir notiert habe, an Herrn Schönhauer. Da kam die Frage auf, sind es eigentlich mehr die Arzneimittel, die über die Toiletten die Gewässer geraten, oder sind es mehr die Tierarzneimittel, die über die industrielle Landwirtschaft in die Umwelt geraten? Das war nicht so ganz klar. Was ist eigentlich Ihrer Meinung nach schlimmer und wo entstehen eigentlich die stärkeren Belastungen? Ja, danke. Das ist sowieso eine ganz diffizile Geschichte, die da abläuft. Und zwar deswegen, weil wir das, was wir über die Kläranlagen in die Gewässer bekommen, ist nur ein Teilstrom des Gesamten. Das heißt, das, was wir über die menschliche wie auch die tierische Ausscheidung in die Abwasserlinie hineinbekommen oder dort aufläuft, ist ja nur der Teil. Das andere sind ja auch zum Teil wieder diffuse Einträge, die aus der Landwirtschaft sowohl draußen kommen. Und vor allen Dingen, es sind dabei noch nicht die Belastungen, die nicht über den menschlichen Pfad laufen, sondern über andere Pfade. Das heißt, die gesamte Situation wird nur dadurch besser, wenn tatsächlich nun von den Regierungen, ich sage die Mehrzahl EU wie national, endlich verbindliche gesetzliche Rahmen geschaffen werden, die Hersteller zu bestimmten Dingen verpflichten. Das ist bisher nicht der Fall. Natürlich wird davon gesprochen, wir machen etwas, wir tun etwas, aber das ist noch nicht so. Jetzt zu Ihrer Frage, was ist schwieriger? Nein, für mich ist der schlimme Skandal eigentlich, dass wir die bei den Tierarzneimitteln davon auszugehen haben, dass die in den wenigsten Fällen oder in wenigen Fällen für die Gesundung der Tiere, für die medizinische Betreuung der Tiere gebraucht wird und in Wirklichkeit die Mast
Betriebe damit unterstützt werden, die sonst nicht mit den großen Stellen bestehen könnten, wenn sie nicht Antibiotika wie in der Geflügelmast von Grund auf einsetzen würden, weil die Bestände zusammenbrechen würden. Warum, dass ich das sage, dass das möglich wäre, sieht man wiederum aus der ökologischen Wirtschaft. Die ökologische Landwirtschaft, die Tiere hat, die kommen in den meisten Fällen ohne diese Tierarzneimittel oder mit ganz wenig Tierarzneimittel aus. Manche gehen sogar so weit und sagen, wir heilen nur mit der Kraft der Natur. Ich kann mich erinnern an meine Jugend, ganz früh, als mein Großvater mir erklärt hat, dass das Heu, das wir aus den nassen Wiesen geholt haben, nicht in den Heuschober kam, sondern extra in die Futterkammer, weil er gesagt hat, das sind Pflanzen drin wie Klee und so, und hat er mir so ungefähr erklärt. Und das brauchen die Kühe im Winter, wenn sie husten. Das heißt, wir wissen, dass das möglich ist, dass es ohne diese Stützung der Tiermedizin geht, aber dahinter steht wiederum die Lobby, die uns dann in den Fernsehnachrichten verkauft wird, als diejenigen, die sich um unsere Gesundheit, ums Tierwohl und Ähnliches kümmern, tun sie nicht, sondern sie verhindern bewusst hier den Eingriff. Noch eine Bemerkung, wenn gestattet ist, zu den Pharma-Leuten. Wir wissen ja, wie sie darum ringen, dass sie keinerlei oder möglichst wenig Beschränkungen unterworfen werden. Und sie sind ja so weit gegangen, dass sie große Teile der Pharmaproduktion, der Chemieproduktion in das dritte Ausland hinausgegeben haben, damit sie nicht daheim so auffallen, an den Gewässern, an den Flüssen. Und das, was wir in unseren Flüssen jetzt haben, ist schon weniger, ist aber immer noch so, ich habe es vorhin gesagt, das ist nachweisbar, dass eben auch das pflanzliche und das tierische Leben darunter leidet. Was allerdings in den Flüssen und in den Abwasserleitern in Indien und anderswo passiert, das kann man sich ausmalen, wenn man Filme anschaut, wenn man Podcasts reingeht, die schon seit Jahrzehnten auch gefilmt werden und seit Jahren für alle bekannt sein müssen. Und wenn man das sieht, weiß man, was diese Arzneimittelproduktion, die praktisch bisher ohne Genehmigungen gelaufen ist. Das ist ja bis 2006 war ja alles, was sie angemeldet haben, praktisch genehmigt, konnte verkauft werden. Erst seit 2006 gibt es ja Schritte in diese Richtung. Ist eigentlich nicht hinnehmbar. Und wir erleben nun in dieser Phase, wo wir sind, dass die Industriegesellschaft in eine Sackgasse geraten ist, die andere Bereiche mitbetrifft und aus der man nur schwierig rauskommen. Deswegen habe ich mir erlaubt zu sagen, wir sind so weit in den Naturschutzverbänden, dass wir unter ganz, ganz strengen Gewissensbissen sagen, ja, wir können dort, wo es ganz, ganz notwendig ist, sogar für eine vierte Reinigungsstufe plädieren, obwohl dies natürlich insgesamt den Druck auf die Politik vermindert, dass sie was tun müssen. Es ist eine zweischneidige Position, die wir hier als Naturschutzverbände haben, und es ist nicht leicht zu machen. Deswegen danke, lieber Martin, dass du so wirklich in dieser Richtung seit 20 Jahren davor vorangehst, und schön langsam kriegen wir da Gehör. Ja. Ja, noch eine Frage an Sie, Herr Schönauer. Was halten Sie oder halten Sie das für einen Schritt in die richtige Richtung, einen Schritt in Richtung Lösung, ein Werbeverbot für nicht verschreibungspflichtige Medikamente? Würde uns das vielleicht auch schon ein Stück weiterhelfen? Dringend notwendig, denn was sich da abspielt in den Fernsehanzeigen und sonstigen Anzeigen von der, ich hätte mal gesagt, von der Bäckerzeitschrift, von der Apothekenzeitung bis hin zu anderen Dingen. Das ist ja, die Leute werden ja nicht nur beworben, sondern werden ja verwirrt. Das heißt, die Leute werden dermaßen verwirrt, dass sie tatsächlich glauben, sie könnten das bisherige Leben so durchmachen. Und wenn Sie die richtigen Hämmer nehmen fürs Herz, wenn Sie die richtigen Blutverdünner nehmen fürs Blut, und wenn Sie dann die Schmerzmittel, die Diclofenac und viele andere nehmen und es dann möglichst hoch anwenden, dann wäre das gut. Nur ein Beispiel, wenn heute Langläufe im Fernsehen gebracht werden, werden Ausdauersportarten gezeigt werden, muss man wissen, dass diese Sportler heute praktisch sich von oben bis unten mit Diclofenac, also die nicht registrierten, sondern die
Normalbürger sich von oben bis unten mit Diclofenac einschmieren und dann Ibuprofen vorher schlucken, damit sie weiterlaufen können. Das ist bekannt. Ich bin seit 50 Jahren bin ich aktiver Sportler und kenne mich da aus, bin Ehrenvorsitzender unseres Sportvereins. Ich warne unsere Jugend, jetzt komme ich aufs Thema, ich warne unsere Jugendlichen davor, macht es nicht. Warum? Weil die Jugendlichen mit 14, 15, wenn es um ein wichtiges Aufstiegsspiel im Fußball geht, hauen sich die Dinger rein, weil sie in der Gesellschaft gewohnt sind zu sagen, das macht ja nichts, das ist gut, du wirst sehen, du bist ja noch besser. Das heißt, das ist eine langfristige Geschichte, die sich eingebrannt hat. Und dass es geht, sind Sie meine böse Frau, Frau Beste. Was war für eine Aufregung, als die ersten Menschen sich gewagt haben zu sagen, Rauchverbot, Nikotinverbot in den, also Rauchverbot in den öffentlichen Gaststätten. Das ist ein Wahnsinn. Das Verbot kam und vorbei war es. Das war wie ein Spuk. Und der Spuk geht da auch vorbei, in dem Moment, wo das Verbot ausgesprochen wird. Allerdings gegen den erbitterten Widerstand derer, die verdächtig werden, hohe Geldsummen jedes Jahr in bestimmte Parteien zu pumpen. Und natürlich nichts dafür wollen. Ne? Wir wissen ja, was bestimmte Firmengruppen da reingeben. Und ich bin gespannt, was bei diesem Herrn Nüsslein alles noch rauskommt. Der war ja nicht nur da tätig, sondern der war auch jahrzehntelang unterwegs als Vorsitzender der Kleinwasserkraft. Ich habe da etwas vor und werde es auch der Fraktion der Grünen schicken, weil da auch noch einige drin sind, die meinen, sagen zu müssen, es käme auf jedes Kilowatt Strom an. Nein, es kommt auf jeden Liter Wasser an in Zukunft. Thema. Alles klar, wir werden uns auf Briefe vorbereiten. Martin, mach dein Postfach auf, da kommt noch einiges vom BUND. Kommt, ja. Nun habe ich mir eine ganze Reihe Fragen natürlich notiert für unsere Experten von Gelsenwasser. Ich fange mal einfach bei den etwas einfacheren an. Wie ist das denn eigentlich? Müssen wir inzwischen sauberes Wasser importieren aus anderen Gegenden von Deutschland, um Deutschland herum? Können wir unser Wasser überhaupt noch trinken? Wie kriegen wir das eigentlich hin, dass Wasser noch trinkbar ist? Das war die eine Frage. Ich fasse mal ein bisschen zusammen. Sie teilen das dann untereinander auf, bitte. Ist Leitungswasser eigentlich strenger untersucht als Mineralwasser und muss strengeren Grenzwerten entsprechen? Das wären jetzt erstmal die beiden ersten Fragen. Ja, Entschuldigung, dass es hier bimmelt. So, jetzt geht's. Ja, ich greife mal die beiden Fragen auf. Also ja, wir können unser Trinkwasser auf jeden Fall noch trinken und müssen kein Trinkwasser importieren. Also wir haben genügend von der Menge her und wir haben auch genügend von der Qualität her. Die Trinkwasser in Deutschland müssen alle die Trinkwasserverordnung einhalten. Das machen sie auch. Ist das nicht der Fall, schaltet sich das Gesundheitsamt ein und sorgt dafür, dass das schnellstens wieder anders ist. Das sind Ausnahmefälle, die sofort wieder abgestellt werden. Sie können bedenkenlos das Trinkwasser trinken. Und ja, es ist richtig, Trinkwasser, so ist das in der Trinkwasserverordnung angelegt, wird deutlich intensiver untersucht. Man hat also die Pflicht, sehr, sehr häufig, bei uns bei Gelsenwasser ist es so, da wir so viel an Wassermenge abgeben, müssen wir täglich unser Trinkwasser untersuchen. Es wird also viel, viel intensiver untersucht als Mineralwasser, das ist der Fall. Stammt aber ja auch aus anderen Quellen. Mineralwasser ist, glaube ich, definitiv Grundwasser und Trinkwasser kann auch aus Oberflächenwasser sein, oder? Genau, das ist der Fall. Aber deswegen ist das eine nicht schlechter als das andere und umgekehrt auch nicht besser als das andere. Gut. Dann eine technische Frage. Können Medikamente durch die Bestrahlung in der Kläranlage eigentlich unschädlich gemacht werden? Also ich bin jetzt kein Abwasserfachmann, ja. Aber wir haben uns natürlich mit Medikamentenrückständen auch beschäftigt. Also mir ist nicht bekannt, dass Abwasser bestrahlt wird. Also Abwasser wird gereinigt. Es gibt da auch möglicherweise Versuche mit Aktivkohle. Also ich glaube, dass diese Wortwahl in der Verbindung nicht richtig ist. Man kann durch Aufbereitungsverfahren sowohl in der Trinkwasseraufbereitung als auch in der Abwasserreinigung Spurenstoffe aus Medikamentenrückständen
beseitigen. Ja, das ist in der Tat der Fall. Das geht aber auch nur bedingt. Deswegen ist das eigentlich absolut richtig, was der Sebastian Schönauer vorhin gesagt hat. Vermeidung an der Quelle und so wenig wie möglich einsetzen ist das Mittel der Wahl. Wenn man das nicht machen muss, dann sollte man bitte darauf verzichten. Das ist genau das Richtige. Und ich habe im Chat eine Frage gesehen. Es ist in der Tat so, dass die Humanpharmaka überwiegen. Das ist das, was wir da hauptsächlich finden, vor allen Dingen im Oberflächenwasser. Aber nochmal, Appell ist, weniger ist mehr. Ja. Dann eine Frage, gibt es eigentlich Infokampagnen auch von Seiten der Wasserversorger zur Kostensteigerung, die die Verbraucher aufklären darüber, wie intensiv eigentlich inzwischen die Kostensteigerung ist, auch in Bezug auf die diffusen Einträge aus der Landwirtschaft und die Kosten, die dadurch entstehen, weil das hängt ja auch direkt damit zusammen, dass eigentlich konventionell erzeugte Lebensmittel indirekt subventioniert werden, weil wir die Nachsorgekosten letztendlich auf die ganze Bevölkerung schieben. Also dass die Warenkosten eigentlich in das Waren-Trinkwasserkosten eigentlich in die Produktionskosten von konventionellen Nahrungsmitteln eigentlich eingepreist werden müssten. Gibt es darüber Infokampagnen seitens der Wasserversorger oder müsste das vielleicht eigentlich von öffentlicher Seite kommen, von Bundesseite? Also es gibt da teilweise Informationen. Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft hat sich vor ein paar Jahren mit dem Thema der Nitrataufbereitung beschäftigt und was das kostet. Die Kosten, die dort im Ergebnis herauskamen, lagen zwischen 67 Cent pro Kubikmeter bis zu einem Euro pro Kubikmeter. Und wenn ich mal so unsere Kosten, die wir für die Aktivkohleaufbereitung einsetzen, zahlen müssen, nenne, dann sind das so mit entsprechenden Entsorgungskosten für die Abfälle in etwa 4 Cent pro Kubikmeter. Also das sind mal so Größenordnungen, um die mal zu nennen. Also das heißt, richtig teuer ist die Aufbereitung gegenüber Nitrat. Und das gibt es in einem Gutachten, das auch veröffentlicht worden ist vom BDEW. Da vielleicht mal auf die Internetseite schauen. Das ist aber so, dass das Kosten sind, wenn die Nitratreduzierung im Boden, im Grundwasserleiter nicht mehr funktioniert. Es darf also nicht damit verwechselt werden, dass diese Kosten jetzt schon anfallen in ganz Deutschland bundesweit, sondern das ist eher die Ausnahme. Nitrataufbereitungsverfahren sind bekannt, werden eingesetzt, sind aber die Ausnahme, weil sie sehr teuer sind. Der Trinkwasserversorger nutzt im Moment dann stattdessen Quellen, die nicht in puncto Trinkwasser aufbereitet werden müssen. Trotz alledem, all das, was vorhin gesagt wurde, ist richtig. Die Nitratreduktion im Grundwasserleiter ist endlich. Das bedeutet, das können wir nur einmal nutzen. Wenn das aufgebraucht ist, dann kommt das auf uns zu, was dieses Gutachten gezeigt hat, also diese teure Nitrataufbereitung. Von daher ist auch da wieder absolut richtig, was vorhin gesagt worden ist. Die Nitrateinträge sind so weit wie möglich zu verringern, damit eben die natürlichen Reduktionsvorgänge nicht aufgebraucht werden. Danke, Herr Peterwitz. Dürfte ich ganz kurz? Ja, Herr Schönauer. Ja, vielleicht darf ich zum Herrn Peterwitz, lieber Ulrich, noch sagen, diese Maßnahmen, die im Boden stattfinden, also von der Natur her, dass das Nitrat aufgearbeitet wird, natürlich nicht möglich sein und noch weniger werden, je mehr wir mit Maximaldüngung fahren. Das heißt, die Bodenlebewesen, die Mikrobiellen, die haben nur die Chance, mit dem Nitrat oder Teilen davon fertig zu werden, in Anführungszeichen, wenn sie nicht überladen werden. Das ist wie mit Vollgas fahren und Motor kaputt. Vielleicht noch eine Bemerkung, weil es vorhin auch im Chat gekommen ist. Natürlich Vermeidung der Spurenstoffe als erstes. Und dass das geschehen könnte und geschehen muss, ist klar. Und dass es geschehen könnte, wäre auch dadurch zu erreichen, dass man die Hersteller, aber auch die Vermarkter
mit in die Pflicht hineinnimmt und sagt, ihr werdet veranlagt an der Menge der Herstellung, die ihr habt und die Schwere der oder die Heftigkeit der Wirkungen kann man messen. Und da gibt es auch Diskussionen im Wasserverband BDEW, sehr gute Diskussion, möchte ich schon sagen, wo es um eine Fondslösung geht, wo der Regierung angeboten wird, sie wird mitmachen, wenn die Regierung hier die Initiative ergreifen würde, dass alle da einzahlen und dass damit eben praktisch sowohl die Allgemeinheit wie auch die Hersteller und die Verkäufer damit eingebunden sind. Das würde dazu führen, dass die Ware teurer wird, Pharmaware wird teurer. Auch das würde dazu beitragen. Wir müssen also wirklich aufpassen, dass diese vierte Reinigungsstufe oder die Reinigungsstufe überhaupt zur Alleinlösung gemacht wird, würde. Da würden sich diejenigen freuen, die nichts machen wollen an der ganzen Geschichte. Ja. Ja. Okay. Danke, Herr Schönhauer. Jetzt habe ich noch ein paar Fragen notiert an Martin Häusling. Zum einen mal, wird die ganze Problematik nicht eigentlich letztendlich durch den internationalen Wettbewerb ausgelöst und durch die Globalisierung, wo die Landwirte also im internationalen Wettbewerb stehen und auf Kostenführerschaft gesetzt wird? Dann müssen wir mehr in Ausbildung investieren, was nachhaltigere Landwirtschaft geht. Eine andere Frage ging in die Richtung, warum empfiehlst du nur den Ökolandbau? Was ist eigentlich mit dem integrierten Landbau? Kann der nicht genauso zu Verbesserungen führen im konventionellen Bereich? Und speziell zu deiner Aussage zur Pflanzenversorgung, sind die Weizenpreise wirklich an die Proteingehalte gebunden? Ja, vielen Dank. Ich fange mal von hinten an, nach dem Motto, ja, Weizen mit hohem Eiweißgehalt wird besser bezahlt. Der ist halt für das industrielle Backen besser geeignet als der weniger mit Eiweiß behaftete Weizen. Aber da es ja auch genügend Biobrot gibt und ich glaube, jeder weiß, dass auch Biobrot sehr gut schmecken kann, ist das nicht ein Kriterium. Für die industrielle Verarbeitung spielt ja tatsächlich der Eiweißgehalt eine Rolle. Aber ich glaube, wenn man wollte, ging es auch auf jeden Fall anders. Und es ist ja auch, muss man auch ehrlicherweise sagen, in den letzten Jahren der Einsatz von Stickstoff runtergefahren worden, wenn ich mich noch an meine Ausbildung erinnere, was damals für Zahlen tatsächlich angesetzt wurden, zum Beispiel bei Zuckerrüben, wird heute nur noch die Hälfte gesagt, die nötig ist, um überhaupt auch gute Erträge zu erzielen. Wichtig, und das ist ein Faktor, der wird überhaupt nicht im Grunde genommen diskutiert, ist eigentlich die Qualität vom Boden. Und die ist entscheidend für den Ertrag. Und wir haben leider in den letzten Jahren durch intensiven Stickstoffeinsatz, durch intensiven Pestizideinsatz, die Qualität der Böden vermindert. Das muss man hier mal sehr deutlich sagen. Und ein schlechter Boden hat auch weniger Eigenschaften, um am Ende auch Schadstoffe zu verarbeiten. Auch das spielt langfristig mit langfristigen Problemen, denn ich glaube, ich war vor 2 Jahren beim OOWV, beim Oldenburg-Ostfriesischen Wasserverband. Der bezieht sein Wasser aus einer hochintensiven Region und da baut sich das Problem auf, weil die Nitratgehalte langsam von oben nach unten wandern und die müssen halt jedes Jahr tiefer gehen. Das sind Kosten, ja, die sind jetzt im Moment vielleicht noch nicht so groß, aber wird langfristig dann tatsächlich zum Problem des Wasserversorgers werden und bei dem zu höheren Kosten führen, wenn er nicht mehr unbelastetes Wasser zukaufen kann. Zweite Frage, integrierter Pflanzenbau. Das ist eigentlich Vorschrift. Wir brauchen gar nicht zu diskutieren, wenn ich mir die Gesetzgebung anschaue, ist integrierter Landbau eigentlich für jeden Bauern verpflichtend. Wir müssen nicht sagen, da gibt es konventionell, da integrierten und da öko. Integriert ist der Maßstab. Und integrierter Landbau heißt im Grunde genommen, man muss Schadschwellen beachten oder man muss sozusagen auch nicht nur das auf Ertragsmaximum setzen, sondern man muss mit Betriebsmitteln vorsichtig umgehen. Das brauchen wir gar nicht einzuführen, das haben wir schon längst. Und ich finde es immer spannend, wenn bei allen Diskussionen kommt, ja, wir haben doch einen integrierten Landbau, den müssen wir fördern. Das ist der Standard, der wird halt nicht sozusagen zum Maßstab genommen. Und da kommen wir zum nächsten Punkt, Ausbildung. Ja, ich glaube, in der Ausbildung wurden sozusagen die negativen Folgen von intensivem Stickstoffeinsatz einfach schlichtweg ausgeblendet. Nach dem Motto, das interessiert den Bauern erstmal nicht, weil der muss ja genügend Ertrag erzielen. Und das ist genau das Problem, was wir im Moment haben.
dass wir sozusagen abgekoppelt haben eine landwirtschaftliche Produktion von den Umweltauswirkungen. Und wenn wir dann die Gesellschaft diese Umweltauswirkungen sieht und das einfordert, dann haben wir natürlich ein Problem, dass dann die Landwirte sagen, ja, aber ihr wolltet doch immer billig und viel und jetzt sagt er, das wäre nicht gut. Ja, das hätte auch die Landwirtschaft schon ein bisschen früher erkennen können. Und ja, es muss halt sagen, ja, viele sind ja auch in der Landwirtschaft das Modell gegangen, exportorientiert zu arbeiten. Das hat man den Bauern ja jahrelang erzählt. Macht mehr, macht billiger und dann könnt ihr die Weltmärkte erobern. Das ist total nach hinten losgegangen, vor allem für die Bauern. Und es wäre an der Zeit sozusagen, ich glaube, die Bereitschaft war ja auch noch nie so groß, auch von der Gesellschaft einen Wechsel auch mitzugestalten. Sehe ich jetzt die Diskussion um die Tierhaltung. Und ich finde, wenn Bauern jetzt auf die Straße gehen und wenden sich gegen genau diese Nitratrichtlinie oder gegen den Insektenschutz, dann sind sie am falschen Ende, muss ich einfach sagen. Weil sie könnten in Kooperation und unsere beiden Vertreter von den Wasserwerken haben ja das sehr deutlich gemacht, dass das Kooperationsmodell sich für die Bauern am Ende auch auszahlt. Ich war ja erstaunt, muss ich sagen, Herr Peter, wenn Sie sagen, wir zahlen 87 Euro für ökologischen Landbau und da wird nicht mitgespielt. Also da würden ja manche Bauern in Europa sich die Finger nachlecken. Ich weiß nicht, warum das da so ist, mein regionales Problem. Aber genau das ist ja das Modell, was man gehen muss. Und ja, ich sage es nochmal. Die europäische Landwirtschaftspolitik muss anders ausgerichtet werden, sonst wird das alles nichts werden. Wir können nicht nur den einzelnen Landwirt jetzt in Verantwortung nehmen, sondern müssen das System, die Auswirkungen des Systems überprüfen. Und dazu haben wir jetzt Gelegenheit. Wir verhandeln jetzt gerade die neue GAP und ich würde mir wünschen, dass gerade aus Deutschland Unterstützung käme, um dieses System in eine andere Richtung zu drehen, aber leider Fehlanzeige. Herr Schönauer, ich glaube, Sie haben an vielen Punkten recht, nach dem Motto, alter Spruch von Bauern, ne? An der Landwirtschaft wird viel verdient, in der Landwirtschaft leider wenig. Und das ist nach wie vor der Treiber des Systems. Sonst hätten nicht so viele da Interesse daran, Pestizide, Insektizide und Düngemittel zu verkaufen. Das ist natürlich ein Riesengeschäft, das muss man auch mal sehr deutlich sagen. War ja schon fast sowas wie ein Schlusswort. Wir sind auch eigentlich schon am Ende unserer Zeit. Ich würde jetzt gerne jedem von Ihnen noch einen Abschlusssatz gerne ermöglichen. Und zwar, was wäre aus Ihrer Sicht das Wichtigste, was Sie sich wünschen, was nach der Bundestagswahl eine neue Regierung als allererstes machen sollte, um uns bei der Problematik des Wassers weiterzuhelfen? Was würden Sie sich da wünschen? Bitte jeder von Ihnen einen Satz. Und Herr Häusling als Politiker darf dann nur noch verabschieden, weil was der sich nach der Bundestagswahl wünscht, können wir uns alle vorstellen. Bitte schön. Fangen Sie an, Herr Schönauer. Ja. Ich glaube, ich habe schon wichtige Dinge gesagt. Ich wünsche mir von der nächsten Regierung, dass sie die Probleme, die offen zutage treten, die jetzt diskutiert werden, jetzt im Moment, dass die wirklich auch dann im Parlament eine Rolle spielen, dass sie von allen Parteien und von den Fraktionen gemeinsam aufgenommen werden und dass man versucht, für die Jugend, für die Kinder, für deren Kinder, also für die, die nach uns kommen, einen Planeten hinterlassen, auf dem sie eben so leben können wie wir, mit weniger Ressourcenverbrauch, mit weniger, aber vielleicht glücklicher als jetzt, wo wir wirklich darum kämpfen, dass wir das Überleben sicherstellen können und deswegen mehr Unterstützung auch für unsere Kinder, die auf die Straße gehen, die haben es begriffen, dass es ums Ganze geht für sie. Und das sollte die Politik begreifen und da wirklich nicht dran rummäkeln, dass die mal die Schule versäumen, sondern im Gegenteil sagen, jawohl, macht weiter, wir brauchen euch, die uns vorantreiben, damit es für euch besser wird. Das ist meine Bitte. Danke. Herr Dr. Bär, machen Sie weiter. Ich kann es relativ kurz machen. Ich würde mich vollkommen Herrn Schönauer anschließen bei dem großen Big Picture, dem großen Bild, das er geschildert hat. Ich glaube, das politisch umzusetzen, wäre sehr wichtig, dass in allen Politikfeldern das Vorsorgeprinzip und das Verursacherprinzip, was wir alle aus dem Umweltrecht kennen, konsequent eingebaut wird in die Rechtssystematik, in die Gesetze und sich überall konsequent wiederfindet. Ich bin überrascht, dass im Chat
so eine Diskussion geführt wird über die, ob die vierte Reinigungsstufe makroökonomisch sinnvoll wäre oder nicht. Ich glaube sogar, dass mittlerweile sich durchgesetzt hat, dass volkswirtschaftlich es sich auch am Ende nicht rechnet, Umweltverschmutzung zu betreiben. Am langen Ende zahlen wir das alle. Aber selbst wenn man das nicht so sieht, kann es, glaube ich, nicht unsere Sicht sein, solche Dinge einzupreisen bei uns in der Welt, sondern wir müssen dahin kommen, verursachergerecht die Schäden zu bezahlen. Dann wird von sich aus mehr darauf geachtet bei den Herstellern und dann wird das Vorsorgeprinzip umgesetzt, was da heißt, so wenig wie möglich Einträge und Beeinträchtigungen in die Natur. Wenn das im Arzneimittelrecht, im Landwirtschaftsrecht, in allen Industrierechtsregelungen konsequent umgesetzt wird, dann sind wir einen deutlichen Schritt weiter. Keine kleine Aufgabe. Herr Peterwitz. Ja, aus meiner Sicht sind alle Anstrengungen zur Vermeidung an der Quelle die richtigen. Keiner hat die Lizenz zur Verschmutzung. Von daher kann ich eigentlich das, was Herr Dr. Berg gerade gesagt hat, nur unterstreichen. Es gibt hier kein Recht zur Auffüllung bis an die Grenze und am Ende wird dann aufbereitet. Das ist auf jeden Fall der falsche Weg und die Politik, die in diese Richtung geht, Vermeidung an der Quelle, ist die richtige. Ich merke jetzt, dass da eine Initiative zum Insektenschutz gestartet worden ist. Die sieht erstmal ganz gut aus. Jetzt gibt es schon wieder Stimmen, die man hört, wie das abgeschwächt werden soll in den einzelnen Bundesländern. Mein Wunsch wäre, dass das nicht der Fall wird und dass das dabei bleibt. Wir profitieren davon auch in der Wasserwelt, denn die Rede ist da von breiteren Gewässerrandstreifen und das hilft uns auch an der Stelle wieder, Einträge zu vermeiden. Das wäre mein Wunsch an die Politik. Danke, Herr Peterwitz. Ich selber, bevor ich Herrn Häusling das Schlusswort gebe, verabschiede mich jetzt ganz herzlich von Ihnen. Danke Ihnen alle für Ihre engagierte Teilnahme und Ihren engagierten Input und hoffe, dass wir uns vor oder nach der Bundestagswahl zu diesem Thema oder auch einem erquicklicheren Thema oder bei einem schönen Glas Wein vielleicht nochmal wiedersehen. Vielen Dank allerseits. Herr Häusling, für Sie das Schlusswort. Ja, ich darf mich bei Frau Dr. Beste ganz herzlich für die Moderation bedanken, bei Ihren Referenten nochmal ganz, ganz herzlich. Ich glaube, es ist vergessen worden zu sagen, dass diese Studie bei uns auch schriftlich bestellt werden kann. Wir müssen ja mal ein Büro anschreiben. Die schicken wir auch gerne rum. Ja, ich hoffe, wir treffen uns nicht immer nur dann bei Gelegenheiten, wenn sozusagen die EU wieder ein neues Verfahren einleiten muss, wie bei Nitrat, sondern dass tatsächlich der Vorsorgegedanke Oberhand gewinnt bei allen politischen Maßnahmen der Zukunft. Und ich glaube, wir sind uns an diesem Punkt auch einig. Vorsorgen ist besser, als am Ende bei Kläranlagen anzufangen. Und ja, ich darf Ihnen allen einen schönen Abend wünschen. Danke ganz herzlich für Ihre Teilnahme. Danke auch für das Mitwirken an der Studie. Die können Sie gerne anschauen. Und ich hoffe, wir sehen uns demnächst mal wirklich wieder physisch bei einer Veranstaltung. Aber auch diese Möglichkeiten des Meetings haben sich ja auch etabliert. Und ich bedanke mich nochmal tatsächlich für die große Teilnehmerzahl an dem Punkt. Es zeigt auch, dass es eine öffentliche Aufmerksamkeit gibt, obwohl wir Konkurrenzveranstaltungen hatten. Und darf Ihnen allen einen schönen Abend wünschen und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank allen. Schönen Abend. Alles Gute.